Hallo, ihr Querlinge, und willkommen zum Angespielt von Black Geyser, Couriers of Darkness, der schwarze Geysir, die Boten der Dunkelheit. So heißt das Spiel auf Deutsch und ist erschienen am 17. März 2022 in der Release-Version auf Steam. Das Spiel ist bereits seit 26. August 2021, also reichliches halbes Jahr, im Early Access auf Steam spielbar, und deswegen habe ich es auch schon lange auf meiner Wunschliste, und auch einige von euch, die in Steam mit mir verlinkt sind, wünschen sich dieses Spiel. Ich bin von den Entwicklern bzw. der von ihnen beauftragten PR-Agentur gefragt worden, ob ich denn Content zu diesem Spiel produzieren möchte, und da das Spiel ganz gut aussieht, voll in meinem Beuteraster liegt und wie gesagt schon längst auf meiner Wunschliste stand, habe ich zugesagt und werde mir mit euch gemeinsam dieses Spiel im Rahmen des Angespielt-Formats anschauen. Was ist das Angespielt-Format? Das gab es lange nicht auf meinem Kanal. Früher hieß das Format Gwirr gespielt, einige der langjährigeren Gwirrlinge kennen das noch. Und da war es immer auf 10 Episoden fixiert, wenn das Spiel dann überhaupt so viele Episoden zulässt. Ich habe das ein bisschen angepasst. Zum einen nenne ich es Angespielt, damit von Anfang an klarer ist, was ich hier eigentlich meine. Und zum anderen löse ich mich auch von diesen fixen 10 Episoden. Ich werde erst einmal 4 Episoden mit euch gemeinsam mir dieses Spiel anschauen und nach 4 Episoden euch fragen, ob wir uns das Spiel weitere 4 Episoden anschauen möchten. Dazu gibt es dann wieder eine kleine Umfrage. Und wenn das von euch gewünscht wird, dann gibt es die zweiten 4 Episoden. Und nach dann insgesamt 8 Episoden ist das Angespielt-Projekt aber auf alle Fälle abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass Black Geyser dann komplett vom Kanal verschwinden würde, im Sinne von, dass ich es nicht weiterspiele. Wenn euch das Spiel gut gefällt, ich also 8 Episoden produziert habe und die Klickzahlen auch ganz gut aussehen, dann rückt das Spiel in meiner Prioritätenliste natürlich ordentlich nach oben und wird dann vielleicht bald mal als vollumfängliches Gwirrplay gestartet. Was ist Black Geyser überhaupt für ein Spiel? In Steam heißt es, ein isometrisches, gruppenbasiertes Rollenspiel, inspiriert von den Klassikern des Genres. Rekrutiere Charaktere mit einzigartigen Persönlichkeiten und erkunde ein Land, befallen von einem unerklärlichen Fluch der Gier. Deine Entscheidungen werden über das Schicksal des Königreichs entscheiden. Mehr möchte ich nicht lesen, denn ich möchte mich nicht spoilern. Es ist ein Gruppenrollenspiel aus isometrischer Perspektive. Das heißt, es ist etwas Ähnliches wie Baldur's Gate 1, was ihr ja ganz gern schaut bei mir. Und ich denke, wir spielen da mal einen waschechten Dringil. Zeit wird's mal wieder. Black Geyser spielt in einer neuen, uns bisher komplett unbekannten Fantasy-Welt und auch nach einem neuen, uns bisher unbekannten Spielsystem. Also die Spielmechanik ist nicht D&D, DSA oder irgendwas, sondern etwas Eigenerfundenes. Und erfunden hat es der Entwickler Grape Ocean Technologies, also Weintrauben-Ozean-Technologien. Naja, die sitzen in Budapest und Österreich und sind ein junges, kleines Indie-Studio, die ich gerne unterstütze, indem ich ein bisschen Werbung für ihr Spiel mache. Und damit komme ich zum letzten wichtigen Punkt. Wenn euch meine Angespielt-Episoden von Black Geyser gefallen und ihr das Spiel gerne selbst spielen möchtet, dann kauft es euch doch, damit der Entwickler für seine Arbeit auch belohnt wird und wir auch in Zukunft derartige Spiele auf Steam veröffentlicht bekommen. Damit bin ich durch. Los geht's. Und seit der Release-Version gibt's das Spiel auch in einer deutschen Sprachausgabe. Nicht synchronisiert, also nicht gesprochen, aber was die Texte angeht, und das war einer der Gründe, warum ich bisher keine Videos produziert habe. Wir schauen mal kurz in die Einstellungen. Da gibt es nicht so viel zu sehen, aber ein bisschen was doch. Ich spiele auf den höchsten Grafik-Settings im Vollbildmodus. Schriftgröße ist riesig. Das Normale ist ein bisschen klein, finde ich. So könnt ihr besser mitlesen im Video, wenn ihr das denn wollt. Dann hier auf Deutsch eingestellt. Es gibt Sprachen Englisch, Polnisch, Ungarisch und irgendeine asiatische Sprache, welche auch immer es ist. Und ja, viel mehr habe ich nicht angepasst. Tonmischung, wie immer mal Bescheid geben, falls da was grob durcheinander ist. Und das hier sind die Optionen, wann automatisch eine Pause geworfen wird, so ähnlich wie auch in Baldur's Gate. Genau. Das war's. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe ja schon mal
testweise einen Charakter gemacht, deswegen ist das hier oben aktiviert. Wir können uns einige Charaktere aussuchen, die vorgefertigt sind. Das habe ich aber nicht vor. Wir werden uns einen neuen Charakter erstellen, damit wir auch das mal sehen. Und da ist die Charaktererstellung. Rasse und Geschlecht. So, Menschen haben wir zur Auswahl. Zwerge. Breaking rock or breaking skulls. Same to me. Ja. Dann hier Elfen. My blade is sure, my arrow true. Mhm. Ich werde nicht alle Texte vorlesen jetzt hier, sonst machen wir zwei Episoden lang nichts anderes. Es gibt einen Feldeguk. My blade is sure, my arrow true. Die stammen von den Elfen ab, offensichtlich. Ich weiß nicht, ob Feldeguk irgendwo aus einem bekannten Fantasy-Universum stammt, diese Rasse, oder ob das jetzt was komplett Selbsterfundenes ist. Wer es weiß, gerne mal kommentieren. Und Rillo. Cunning serves where violence will not. Mhm. Die Zähne, die, naja, aus den Wangen kommen die, huh. Ich denke, wir spielen mal einen elfischen Dringil, mal ein bisschen Abwechslung. My blade is sure, my arrow true. Und deswegen lese ich diesen Text auch durch. Als die Stämme der Menschen der Gier zum Opfer fielen und die Welt verkümmerte, weinte die grüne Göttin. Der Königsgott erlaubte Tilindia, einige Menschenstämme, von denen die Gier am wenigsten den Besitz ergriffen hatte, als ihre Diener in Isilmerald auszuwählen. Diese 11 Stämme, die Tilindia auswählte, wurden mit der Zeit zu den Elfen. Mhm. Elfen haben eine besondere Beziehung zur Natur und fühlen eine angeborene Verbindung zu allem Lebendigen. Die vielen Jahre getrennt von den Menschen haben sie körperlich verändert. Durch ihren schmalen Körperbau können sie sich schneller und leiser fortbewegen als die Menschen. Ihre Ohren laufen spitz zu und können entfernte oder leise Geräusche besser wahrnehmen. Elfen neigen zu Fremdenfeindlichkeit und sind oft hochmütig, weil sie sich noch immer als auserwählte Tilindias rühmen. Also, die Elfen hier in dieser Welt stammen von den Menschen ab. Hier oben noch die Werte angucken. Also, ein Elf kann von der Klasse her kein Schamane sein und auch kein Templer. Er bekommt einen maximalen, also plus eins maximales Geschick. Und die körperliche Verfassung sinkt um 2. Aber dafür gibt es nochmal plus 15% Schaden mit Pfeilen und Bögen. Ja, das soll mal so sein. Männlich passt auch. Die beiden Varianten haben wir hier. Weiter geht's Richtung Klasse. Wir haben zur Auswahl den Kämpfer. Das ist dann wohl der da. Kleriker. The light guides me in all things. Einberufer. I'm never lonely. My friends await my summons. Diese Ratte hier. Wie viele? 1, 2, 3, 4. Haben Ratten hinten 5? 10? Echt? Ich hätte gedacht, es sind nur 4. Naja. Druide. Nature is my province. Mhm. Kämpfer haben wir auch schon. Hochländer. Who dares stand against me? Nekromant. Your dusk is my dawn. Ja, wirklich für jede Sache hier so ein eigenes Bildchen. Waldläufer. I shall be your guide to the wilds of Yerengal. Ach so, das ist der Waldläufer. Das heißt, der... Naja, nee, wir waren ja beim Kämpfer. Der Kämpfer haben wir gerade gesehen, richtig. Spruchweber. The wise shall fear my spells. Ja. Schwindler. Keep your eyes on the coin. Where has it gone? Das wäre eine Möglichkeit für einen Dringi, deswegen lese ich diesen Text mal durch. Schwindler sind meisterhafte Betrüger. Statt auf unverhohlene Raubzüge haben sie sich eher auf die Manipulation der Schwachen und Gierigen spezialisiert. Anders als Diebe verstecken sich Schwindler wie ein Blatt im Wald. Darum sind sie besser für offene Kämpfe gerüstet, während ihre Machenschaften sich in den Schatten entfalten. Mhm. Das wären die Wertanpassungen des Schwindlers. Dann der Dieb. The shadows of my home. Come, let me show you. In einer von Gier zerfressenen Welt sind Diebe sehr häufig anzutreffen. Ihre Fertigkeiten sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, vom gewöhnlichen Straßenräuber bis hin zum königlichen Spion.
Sie ziehen List und Irreführung offenen Konflikten vor. Ihr Hang zum Schmuggel und Diebstahl von Gegenständen, ihre Verbergungskünste und ihr Talent beim Herstellen diverser Arten von Pulvern macht sie sowohl im Kampf als auch in sonstigen Situationen zu tödlichen, unvorhersehbaren Gegnern. Das ist eher dringend, glaube ich. In the pitiless cold, I reign. Und hier ein Wintermagier. Also, ich bleibe mal beim klassischen The Shadows of my home. So, der Dieb kann nur leichte Rüstung tragen, das ist nicht verwunderlich, und kann folgende Waffen führen. Pfeil und Bogen, das ist wichtig, weil wir da ja den Rassenbonus drauf bekommen. Schleudern und Stabschleudern, Wurfwaffen, kleine Klingen, das sind dann wohl Dolche und Kurzschwerter, Stäbe und Knüppel. Er bekommt plus 2 Geschick auf den Rassengrundwert, plus 2 Konzentration, plus 3 auf Stadtwert von Brauen und Trocknen. Das ist in dem Spiel offenbar sehr wichtig. Und plus 1 auf Stadtwert von Feilschen und Überzeugen. Und dann plus, Klammer auf, 15 plus 3 halbe Level, Klammer zu, Prozent Schaden gegen schlafende Gegner. Also wenn wir Level 1 sind, 3 halbe Level 1 sind 1,5 und plus 15 sind dann 16,5. Also 16,5% mehr Schaden gegen schlafende Gegner auf Level 1. Und Schaden gegen betäubte Gegner. Also so ein bisschen, ja, wie in Pathfinder, der hinterhältige Angriff, dieser Extra-Schaden. Das ist so ein bisschen das Gleiche mit einer anderen Mathematik dahinter. So, wir nehmen genau ihn. Hier gibt es noch mehr hinzufügen. Was macht denn das? Du kannst bis zu 2 zusätzliche Klassen für deinen Charakter wählen. Du brauchst dann zwar mehr Erfahrung, um aufzusteigen, der Charakter hat aber auch Zugriff auf eine größere Palette an Fertigkeiten und Fähigkeiten. Für erfahrene Spieler empfohlen. Also wir können Mischklassen bilden. Bis zu 3 Mischklassen können wir hier machen. Das ist auch interessant. Wir könnten Dringil also zu einer Mischung aus Dieb und Schwindler machen. Keep your eyes on the coin. Where has it gone? Pfeil und Bogen ist auch hier erlaubt. Das ist wichtig. Dann gibt es hier irgendwie nochmal Boni. Mehr Intelligenz. Ja. Ich denke, da wir hier nur ein paar Episoden machen von dem Spiel, machen wir durchaus mal eine Mischklasse. Warum denn nicht? The shadows of my home. Come, let me show you. Geht das überhaupt? Ach nee, ich kann nicht alles mit allem kombinieren, offensichtlich. Schade. Ich kann den Schwindler nicht noch oben drauf packen. Das ist. Andersrum geht's auch nicht, nehme ich an. Keep your eyes on the coin. Ja. Where has it gone? Okay. The shadows of my home. Come, let me show you. Dann könnten wir vielleicht eine Mischung aus Dieb und Waldläufer in Betracht ziehen. I shall be your guide to the wilds of Yerengal. Der Waldläufer kann jede Art von Waffe tragen, also müsste auch unsere Mischklasse jede Art von Waffe tragen können. Ich nehme an, dass, oder? Ist es bei der Mischklasse dann so, dass das kleinere Repertoire gilt oder das größere? Das ist eine gute Frage. Kann auch das kleinere sein. Jedenfalls bekommen wir nochmal ein paar extra Schadensprozente gegen Belebte und rastlose Untote und so weiter. Und nochmal mit Pfeil und Bogen nochmal mehr Schaden, also plus den Schaden, den uns schon die elfische Rasse gibt. Ja, so machen wir das mal weiter. Attribute. Wir haben 18 Punkte zu verteilen. Und was ist das alles? Körperliche Verfassung. Bezeichnet den allgemeinen Körperbau und Zustand eines Charakters. Der Wert der körperlichen Verfassung eines Charakters beeinflusst den Schaden durch physische Angriffe, den maximalen Gesundheitswert, die Fähigkeit, Angriffen durch Blocken ausweichen und die Tragkraft. Das ist alles naheliegend. Geschick spiegelt Beweglichkeit wider. Wirkt sich aus auf Ziel und Genauigkeit und auf die Chance, Angriffen durch Ducken und Parieren auszuweichen. Na, das hätte ich gerne viel. Intelligenz gibt an, wie gut ein Charakter in verschiedenen Situationen denkt, plant und logisch handelt. Der Intelligenzwert eines Charakters modifiziert die Effektivität seiner Zaubersprüche und Fertigkeiten, die auf geistigen Fähigkeiten beruhen. Das ist nicht ganz so interessant für uns. Konzentration bestimmt die allgemeine geistige Stärke und Belastbarkeit eines Charakters. Der Konzentrationswert beeinflusst den Wert Zielen und Genauigkeit. Das scheint aber dann wiederum mit unserem Bogenschießen zu tun zu haben, nehme ich an. Bogenschießen und Konzentration, das kann schon was miteinander zu tun haben. Haben wir auch auf 6 schon gestellt. Das scheint wichtig zu sein. Und außerdem die Fähigkeit, Angriffen auszuweichen. Charisma spiegelt das Talent eines Charakters beim Überzeugen, Locken und Beeinflussen anderer Personen wider. Durch Charisma wird die Fertigkeit, Feilschen und Überzeugen
modifiziert und natürlich übernatürlich. Übernatürlichkeit ist eine Eigenschaft von Charakteren, die sie über gewöhnliche Geschöpfe erhebt. Der Übernatürlichkeitswert erhöht die Resistenzen eines Charakters gegenüber verschiedenen Schadensarten und bildet die Grundlage weiterer Spezialfähigkeiten. Aha. Wir haben also 1, 2, 3 Talente, die wichtig sind. Ich gebe mal den wichtigen Talenten jeweils plus 5, wenn das möglich ist. Und dann habe ich noch 3 Punkte übrig für die weniger wichtigen Sachen. Wobei Charisma jetzt, naja, war knapp dahinter. Egal, ich gebe jetzt hier überall einen Punkt drauf. Und das soll meine Attributsverteilung sein. Dann können wir hier Resistenzen verteilen. Das hängt wohl mit der Übernatürlichkeit zusammen. Checken wir das mal. Wenn ich jetzt hier einen von Charisma runternehme und hier einen drauf mache. Genau, dann steigt es hier um 5. Also pro 1 Punkt in Übernatürlichkeit haben wir 5 zu verteilende Punkte in Resistenzen. Aber machen wir es erstmal so. Ja, das ist ein Prozentwert. Ich denke, überall mal 1. Und hier unten, weil Gift und Säure irgendwie so diebisch sind, da noch 2 Punkte obendrauf. Genau. Hier drüben sehen wir die Zusammenfassung und es geht weiter. Fertigkeiten und Zauber. So. Wir haben hier einen Punkt, da 2 und hier unten 3. Und Zauber haben wir auch irgendwie. So ein paar Waldläufer-Dinger, okay. Also, hier oben einen. Feilschen und überzeugen, lernen und forschen oder brauen und trocknen. Was ist brauen und trocknen? Das scheint ja sehr wichtig zu sein. Bietet die Fähigkeit, Tränke und Pulver aus verschiedenen in Jerengal gesammelten Zutaten zu brauen. Tränke können verbraucht werden, um positive Effekte und Heilung zu erhalten. Wohingegen Pulver auf Feinde geworfen oder bei ihnen platziert werden können, um gewisse negative Effekte oder Schaden zu verursachen. Um Tränke und Pulver aus fortgeschrittenen Zutaten oder auf höheren Hitzestufen herzustellen, müssen Punkte in diese Fertigkeit investiert werden. Jeder Punkt in Intelligenz verbessert diese Fertigkeit um 1%. Jeder Punkt an Geschick und Konzentration verbessert diese Fertigkeit um 0,5%. Jeder Punkt in Brauen und Trocknen verbessert. Okay, das heißt, der Wert, den wir hier haben, der ist schon aus unseren Werten für Intelligenz und Konzentration und Geschick zusammengesetzt. Lernen und Forschen bietet die Fähigkeit, verschiedene Texte, Schriftrollen und Rezepte zu lesen. Schriftrollen können anschließend eingesetzt oder ins Zauberbuch gelegt werden. Okay, und hier Feilschen und Überzeugen bietet die Fähigkeit, die Bewohner von Jerengal nach Belieben zu manipulieren. Punkte in dieser Fertigkeit helfen dir bei Händlern, bessere Preise zu erzielen und schalten zudem neue Dialogoptionen frei. Interessant. Ich gehe den Punkt mal in Falsch und Überzeugen. Dann klassenspezifische Talente. Das scheint dann je Klasse was anderes zu sein. Wir haben bereits Punkte in Schlösser und Türen aufbrechen. Wieso denn aufbrechen? Schlösserknack finde ich viel cooler. Fallenschärfen ist auch interessant. Aber guck mal durch. Verstecken und Schleichen. Ich denke, das ist Nomen est Omen. Gegenstände stehlen und platzieren. Bietet die Fähigkeit, andere Charaktere, um ihre weltlichen Besitztümer zu erleichtern. Es ist auch möglich, Gegenstände bei ihnen zu platzieren. Gegenstände stehlen und platzieren erhält einen Bonus, wenn der Charakter gleichzeitig Verstecken und Schleichen benutzt. Je höher die Werte des Ziels für Geschick und so weiter, desto höher ist dieser Grundwert. Ich habe 2 Punkte zur Auswahl. Das käme in Betracht. Schlösser knacken, klar. Zwielichtige Geschäfte. Schaltet weitere Dialogoptionen mit Bezug auf Banditen frei. Neben den zusätzlichen Optionen erhöht es auch den Feilschen und Überzeugen Wert für Dialoge mit anderen Dieben, Schwindlern, Vermittlern und korrupten Charakteren. Erfahrener Krieger schaltet weitere Dialogoptionen frei, verstehe. Überleben in der Wildnis. Der Charakter wird besser darin, in der Wildnis für sich selbst und seine Gruppe zu sorgen. Erhöht die wiederhergestellte Gesundheit für alle Gruppenmitglieder bei einer Rast im Freien. Anführen. Bietet die Fähigkeit, der Anführer einer Gruppe zu werden. Der Anführer kann der Gruppe verschiedene Schlachtfeldtaktiken vorgeben, welche allen Mitgliedern Boni verleihen. Neue Taktiken werden verfügbar, wenn der Anführer aufsteigt. Die Boni bleiben so lange aktiv,
bis vor einer Ruhepause der Gruppe eine andere Taktik ausgewählt wird. Aha. Fallen entschärfen. Okay, das dürfte klar sein. Und aufbrechen, das ist nichts für Dringil. Also, wir haben schon Punkte in Verstecken und Schleichen, in Schlösser knacken und in Anführen und Aufbrechen. Ich denke, für Dringil sind zwielichtige Geschäfte noch rollspielerisch geboten und Gegenstände stehlen und platzieren. Ob es sinnvoll ist, das jetzt so in die Breite zu machen oder ob ich nicht was anderes hätte steigern sollen, also hier, das weiß ich nicht, aber das werden wir herausfinden. Unten bei den Waffentalenten noch 3 Punkte. Und das ist noch gar nichts verteilt. Aus naheliegenden Gründen einmal auf Pfeile und Bögen und auf kleine Klingen. Und den 3. Punkt, den gebe ich nochmal auf Pfeile und Bögen. Dann Anfangszauber. Mod-Absicht. Was ist das? Diese Fähigkeit verleiht dem Nutzer einen Adrenalinschub, welcher für kurze Zeit die physischen Kräfte und Sinne erhöht. Gibt Boni. Aha, Tiefschlag. Mit dieser Fähigkeit bereitet sich der Nutzer darauf vor, einen miesen Trick gegen das Ziel einzusetzen, um dessen Kampffähigkeit einzuschränken. Der nächste Angriff hat eine 50% höhere Chance, einen Statuseffekt zu verursachen. Der nächste Schleichangriff fügt dem Ziel betäubt zu. Okay, auf alle Fälle. Ziel auf die Augen. Der Anwender dieser Fähigkeit versucht mit einem Fernkampfangriff die Augen des Ziels zu treffen. Aha. Bösartiger Hieb. Irgendwelche lebenswichtigen Organe treffen. Anhaltende Raserei. Das passt nicht. Schmetterschuss. Der Anwender dieser Fähigkeit versucht, Verteidigungsziel zu schwächen. Aha. Wachsamkeit. Und Überfall. Ich glaube, ich packe keinen weiteren Punkt hier irgendwo rein, weil ich habe nur einen gehabt. Tiefschlag, okay. Wobei, Ziel auf die Augen. Na, ich nehme doch lieber das. Okay. Gut. Haben wir gemacht. Es geht weiter. Das Aussehen. Es gibt hier einige Bilder, die vorgegeben sind. Man kann aber auch eigene Bilder importieren und dann hier auswählen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wir müssen uns ein Bild aussuchen, das irgendwie Dringiloid wirkt. Und überlegen uns erstmal, wie er eigentlich aussieht. Hautfarbe. Standard. Ah ne, Hauptfarbe. Das ist die Hautfarbe hier. Beige. Das ist vielleicht ein bisschen blass. Biskuit klingt gut. Bronze. Gold ist besser. Nebenfarbe. Ja. Wobei, eigentlich haben wir ja, wenn wir den Gewehr-Play-Kanal uns anschauen, ist die Hauptfarbe ja eigentlich blau und Nebenfarbe ist dann weiß. So, Augenfarbe ist ein sehr dunkles Grün. Ewigkeit, blau, aber blau. Gut, Frisur. Ja. Was passte da am besten? Ich nehme mal das da. Gesichtsbehaarung bin ich kein Fan von. Das bleibt genauso, wie es ist. Und dann das Porträt. Tja, was passt da am besten? Irgendwas Elfisches. Da bleibt ja eigentlich nur so die Reihe übrig im Wesentlichen. Und noch nicht mal komplett. Das da, das da. Gut, das passt von der Haarfarbe ja natürlich überhaupt nicht. Wir nehmen mal das. Na? Und wenn ich ein richtiges Gewehrplay machen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich ein eigenes Porträt irgendwo suchen. Hier ist die Zusammenfassung dessen, was wir ausgewählt haben. Jetzt kommt der Name. So, Stimme. Ja? It's nice to be needed. Why not? Okay. Wüstling, Gelehrter. What? Das passt gar nicht. Yes. Das passt auch nicht. I await your instructions. Speak your mind. Nö, das ist schon gut hier. Schurke, so. Schwierigkeitsgrad. Du hast keine Erfahrung mit Rollenspielen. Das passt für mich, oder? Du hast etwas Erfahrung mit Rollenspielen, oder?
Und du hast viel Erfahrung mit Rollenspielen, oder? Du möchtest eine echte Herausforderung. Wir machen mal das hier. Schwer. Mal gucken, wie es so ist. Der Schwierigkeitsgrad ist auch wichtig zu wissen. Und weiter, dann sind wir durch. Da ist die Zusammenfassung. Das ist Dringil. So wollen wir ihn spielen. Und damit geht's los. Möchtest du die Anleitung zur Hauptquest aktivieren? Ja, das machen wir mal. Oh, why didn't I look here first? And more to the point, why must I come fetch you for every little thing? Wir sprechen mit Beline, oder vielmehr sie spricht mit uns. Oh, Dringil, warum habe ich nicht zuerst hier nachgesehen? Und vor allem, warum muss ich dich wegen jeder Kleinigkeit abholen? Wir scheinen sie zu kennen, deswegen... Was soll ich tun? Ach, you do know this is the day the Lords of Isselbright are visiting? You are simply the laziest... Never mind. Verdammt, du weißt schon, dass heute der Tag ist, an dem die Lords von Isselbright zu Besuch kommen. Du bist einfach so faul wie... vergiss es. The Lords are already here and waiting to be served. And for goodness sake, don't forget to gather your things from your chest before you come to table. Die Lords sind bereits hier und warten darauf, bedient zu werden. Und vergiss um Himmels Willen nicht, deine Sachen aus deiner Truhe zu holen, bevor du zu Tisch kommst. Aha. Ja, da geht sie dahin. Gong. Du hast eine Quest erhalten. Um die Aufgaben oder deinen Fortschritt bei der Quest anzusehen, klicke auf die Tätigkeitsschaltfläche. Da zaubert jemand. Oder drücke O. Ah, das ist das hier. Questbuch. Hauptquest. Enden und Anfänge. Die Lords und Ladies von Isselbright sind für eine wichtige Versammlung im Anwesen meines Lords zusammengekommen. Mir wurde aufgetragen, sie während der Veranstaltung mit Getränken zu versorgen. Dabei dürfen wir keine Fehler unterlaufen, okay? Der Tag verging wie im Flug, seit die Lords und Ladies angekommen sind. Ich sollte besser reingehen, bevor ich noch Ärger mit meinem Lord kriege. Zudem muss ich noch Beline im Versammlungsraum Berichte erstatten. Davor sollte ich vielleicht meine Sachen aus meiner Truhe holen. Aha. Person, wer ist denn Beline? Ich kenne Beline schon fast mein ganzes Leben. Viel näher werde ich einer Familie nicht kommen. Beziehung. Beline begleitet mein Leben auf dem Espenanwesen schon, solange ich mich erinnern kann. Sie war selbst noch ein Kind, als sie kurz vor mir dort ankam. Ich habe immer zu ihr aufgeblickt, sie bei jeder Kleinigkeit um Hilfe gebeten und mich zu ihr geflüchtet, wenn ich traurig oder ängstlich war. Näher kann ein Waisenkind einer Mutterfigur wohl kaum kommen. Trotz ihrer geringen Größe war Beline immer sehr gebieterisch, aber nie auf eine arrogante Art und Weise. Die anderen Diener nannten sie manchmal die kleine Herzogin, aber nur, wenn sie sicher waren, dass sie es nicht hörte. Ich habe es immer gehasst, wenn sie mir bei jeder Arbeit über die Schulter geschaut hat, aber inzwischen weiß ich, dass sie nur auf mich aufgepasst hat. Wenn sie nicht immer so streng wäre, würde ich sie fast als Freundin bezeichnen. Aha. Dann Lord Espen. Lord Espen, mein Herr und Führer durch meine Jugendjahre, ist eine wirklich bemerkenswerte Person. Lord Espen ist schon mein ganzes Leben lang mein Herr. Sowohl unsere Nachbarn als auch andere Adlige respektieren ihn und er ist eine wichtige Person am Königshof in Isselbright, wohin er regelmäßig reist, um König Velianric ein Ohr abzukauen. Das Espenanwesen ist ein glücklicher Ort und sein Besitzer streng, aber gerecht. Er ist immer großzügig gegenüber seinen Dienern, kommt ihren unbedeutenden Bitten nach und lässt Kranke und Verletzte gut versorgen. Niemand muss hungern und er verleiht seinen Worten nie mit der Peitsche Nachdruck, da das meines Wissens nach noch nie nötig war. Ich habe oft das Gefühl, der alte Mann mag mich etwas mehr als die anderen Diener. Wenn Süßigkeiten oder Kleider zum Auftragen verteilt werden, bin ich stets vorne in der Reihe. Er schenkt mir sogar immer eine Kleinigkeit zum Geburtstag, was mir jedes Mal den Neid der anderen einbringt. Und ich? Über mich gibt es nicht viel zu wissen. Freuen wir uns über das Wenige, das ich herausfinden konnte. Ich bin ein Waisenkind, dessen Mutter früh gestorben ist und das seinen Vater nie kennengelernt hat. Nach dem Tod meiner Mutter hat mich Lord Espen auf seinem Anwesen im Hinterland des Königreichs großzügigerweise aufgenommen, Jahre bevor ich als Arbeitskraft hätte nützlich sein können.
Als ich alt genug war, lernte ich Betten zu beziehen, die Tische abzuräumen und andere Hilfsarbeiten zu erledigen. Später wurde mir mehr Verantwortung übertragen. Ich kümmerte mich um Gäste, überbrachte Nachrichten und so weiter. Früher habe ich mich darüber beschwert, aber jetzt weiß ich, dass ich hier ein gutes Leben hatte. Lord Espen war immer freundlich zu mir und großzügiger, als ein Kind es in dieser Welt erwarten kann. Als ich Talent zeigte, ermöglichte er mir sogar eine Schulausbildung. Diese Art von Gunst ist unter Dienern gänzlich unüblich, denn normalerweise arbeiten wir für unseren Unterhalt, nicht mehr. Zumindest bis wir erwachsen sind. Gut. Gier. Das scheint wichtig zu sein. Wir haben hier eine Skala von Gier zu großzügig. Die Gieranzeige gibt an, wie gierig deine Gruppe sich insgesamt verhalten hat. Je gieriger sie handeln, desto weiter steigt die Gieranzeige der gesamten Welt. Aha, also das da. Verhasst. Das ist der Ruf. Spiegelt wieder, wie die Gruppe bei der Bevölkerung Jerengals ankommt. Gute Taten verschieben sie in Richtung verehrt. Grausamkeit und Mutwille in Richtung verhasst. Und hier der Bekanntheitsgrad, der Ruhm. Definiert, wie sehr eure Taten Jerengal beeinflussen. Je berühmter eure Gruppe, desto mehr verändern eure Entscheidungen die Welt. Okay, so. Weltweites Gier-Level, schwach. Der Fluch der Gier hat derzeit nur schwache Auswirkungen auf die Welt von Jerengal. Er ist kaum spürbar, höchstens für sehr Feinfühlige. Die Lebenshaltungskosten steigen überall in Jerengal und einige bemerken bereits den sanften Wind der Veränderung. Die Weltgier-Anzeige zeigt das Fortschreiten des Fluchs der Gier in Jerengal. Deine Taten können sein Fortschreiten bremsen oder beschleunigen, aber einige Ereignisse beeinflussen ihn auf jeden Fall. Okay, aha. Dann steigen wohl mindestens mal die Preise. Wenn nicht gar noch ganz andere Wirkungen dann auftreten. So. Okay. Du bewegst deinen Charakter mit der linken Maustaste. Aha. Mit der Aufhören-Schaltfläche in der Schnellleiste wendest du die Bewegung deines Charakters. I'll do it. Karte. Okay, das ist hier der Vorhof dieses Anwesens. Da waren wir gerade. Das ist die Welt. Sie geht natürlich noch weiter. Nach rechts. Oh ja, schon noch. Oh. Oh, ein Stückchen. Nach links. Noch um einiges weiter. Oh ja. Nach oben. Das Eis. Also, es gibt da oben so eine Eisregion. Da gibt es hier das Land von Zidasuda. Dann gibt es hier das nördliche Reich. Dann das, wo wir sind, heißt Isilmerald. Und was da so im Süden liegt, das wissen wir nicht. Irgendwann ist die Karte dann auch zu Ende. Ja, wobei, das hier gehört alles noch zu Isilmerald dazu. Das ist das größte Reich von allen, wo wir sind. Und wir sind ja, nicht ganz in der Mitte, aber nahe bei. Okay, so. Schließen. Achso, öffne die Bereichskarte mit einem Klick. Ah, Moment. Ah ja, da sollen wir hin, alles klar. I'll go wherever I'm needed. Mit der Tab-Taste hebst du interessante Objekte der Spielwelt wie Türen und so weiter hervor. Ja, soweit so bekannt. Mhm. So, was ist hier los? Machst Krach. Also gut, mein Herr, fühlt euch heute, wenn ich müde. Ah, sie beeindruckt die Leute. Hurry it up, please. Lass mich in Ruhe, Dringiel. Ihr stört mich beim Rezitieren. Mhm, na toll. Was ist das, Katzen? Die hat den Schwanz oben runter. Herrlich. Of course. Ein Wagen voller Krempel. Wachen. Okay, gut, die kennen mich ja wahrscheinlich.
Noch mehr Wachen hier ein Kraut, aber das kann ich nicht pflücken. Vielleicht ist es auch gar kein Kraut. Oder wir können es noch nicht pflücken, weil wir noch im Tutorial sind. Auch alles möglich. Wir können die Karte ja nur verlassen, indem wir in das Haus gehen. Was sagt denn dein Inventar? Was hast du an? Einen dienlichen Gambeson. Du bist also als Diener gekleidet, alles klar? Gut. Boah, die ist laut, hä? Die Magierin. Wow, Moment mal. Einstellungen. Ton. Das ist dann wohl Effekt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Oh, 60. On my way. Ja. Gehen wir mal rein. Wir müssen unsere Truhe ausräumen. Das mache ich am liebsten. Und meistens verirre ich mich dabei auch noch in andere Truhen. Beeilt euch, Trinke. Ja. Öffne erneut die Bereichskarte und so weiter. M, ja, klar. Okay, das ist das Erdgeschoss dieses Anwesens. Das Zimmer des Charakters ist jetzt auf der Bereichskarte hervorgehoben. Was? Nein? Mein Zimmer, okay. Bibliothek, Hauptschlafzimmer, Salon, Vorratskammer, Küche, Tagungsraum. Okay, ich soll in mein Zimmer gehen. Mache ich das zuerst? I'll do it. Da ist er. Der Zimmer ist schlauchförmig, hat aber einen schicken Teppich. Was hast du hier? Aufguss aus Beerensaft. Ja, damit. Gong. Ach, immer wenn ich Gong höre, habe ich irgendeinen Questschritt vollzogen. Alles klar. Dolch. Balanciertes Messer. Ein Wurfmesser. Bisschen Gold. Einen bürgerlichen Gambeson. Und Pulver des Gifts. Um deinen Charakter einen Gegenstand ausrüsten zu lassen, musst du zuerst den Inventarbildschirm öffnen und dann alles auswählen. Ja, das kennen wir ja. Waffe. Mit einem Doppelklick. Okay. Ich hätte das gerne ausgerüstet. Geht das auch mit dem Zeug? Ja, geht auch damit. Wir sollen ja irgendwie hier Leute bedienen, deswegen ist es besser, den dienlichen Gambeson anzubehalten. Das hier ist... Ja, das ist hier Waffenset 2. Das machen wir auch nicht. Gut, schließen. Geh in den Versammlungsraum und suche nach Beline. Du kannst ihre Position auf der Karte erneut sehen. Ah ja, da ist sie. Okay, gut. Oh ja, es wäre kein Drinki, wenn er jetzt einfach so aufbrechen würde. Huh? I'll go wherever I'm needed. Andere Dinge hier. Of course. Ja, schläft hier. Keine Ahnung. Vorrats... Ah ne, noch so ein Kämmerchen. Hier ist der Vorratsraum. Trank der Entspannung, klingt gut. Rotkamm. Mitleidsring. Was? Das ist ein Pilz, hä? Ja. Komischer Name für einen Pilz, aber Pilze haben häufiger mal komische Namen. Was ist hier rechts? Kann ich hoch? Nee. Siehst du nicht, dass dieser Teppich zerknittert ist? Aber ich habe ihn doch heute schon zweimal glatt gestrichen. Dann wirst du es von jetzt an dreimal am Tag machen. Endlich mal ein Spiel, dem auffällt, wenn Teppiche knittrig liegen. On my way. Marie und Bett. Hi. Hello. Dringil, siehst du das? Um Alnarius Willen, wie schwer kann es denn sein, diesen Teppich ordentlich zu richten? Ich weiß einfach nicht, was ich mit Bett machen soll. Ach, mit wem rede ich überhaupt? Du warst schon immer der andere tu nicht gut im Haus. Solltest du nicht schon längst die Getränke für die Lotze servieren? Ah, das kann ich sie überzeugen. Hm.
Sei nicht so streng mit ihr, Marie. Sie hatte ihn schon vorhin gerichtet. Aber ich bin vor einigen Minuten zufällig darüber gestolpert. Wie mutig du bist, Ringil. Es tut mir leid, du hast recht. Ich war etwas zu hart zu ihr. Ich bitte euch beide darum, eure Arbeit ordentlich zu machen. Ja. Hallo! Hey, Ringil. Solltest du nicht bei der Versammlung Getränke servieren? Mach dir um mich keine Sorgen. Marie beruhigt sich schon wieder. Ja. That seems like the place to be. Ich mache mir um den Teppich Sorgen. So, gibt's hier Bücher? Oh, das ist ein Rezept. Identifizieren Zauber? Nix. Ach, Moment mal, hä? Ach, das sind zwei Regale hier. Heiltrankrezept, her damit. Gibt's eigentlich Traglast? Ja, ach scheiße, es gibt Traglast, verdammt. Das ist nicht gut für mich. Ich hätte sowieso den Gear-Anzeiger der Welt in ungeahnte Höhen schnellen lassen, so wie ich Tringil spiele. Ah, die Stimme im Wald. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier mit den Büchern aussieht. Das Einband dieses Buches zeigt einen unheimlichen, unnatürlich krummen Baum, das stimmt. Darin befindet sich eine Reihe von Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Die schaurigen Geschichten haben zweifellos viele Albträume herbeigeführt, lehren aber auch die verschiedenen Gefahren, die in den dunklen Ecken von Jerengal lauern. Es gibt zu den Geschichten auch mehrere Skizzen, um die Fantasie des Lesers anzuregen, damit kleinere Kinder sich auch ohne ihre Eltern verstehen können. Okay, lesen? Oh, tatsächlich. Das sind mal schöne Bücher, da kann ich dann eine Leseepisode machen. Das lesen wir jetzt nicht. Ihr könnt es lesen, wenn ihr das Video pausieren mögt. Aber im Augenblick machen wir das nicht. Of course. Ihr habt ein Besseres zu tun. Es ist leer. Was ist hier? Tiefkühl aus Maragd. Ach, es kommt eh gleich zu einem Überfall. Sagt meine Spielerfahrung. Gürtel, unbekannt. Okay, da können wir ja jetzt direkt mal identifizieren. Mit der Spruchrolle? Nee, ohne. Wie konnten wir das identifizieren? Ach, durch Lernen und Forschen ging das. War eine Skillprobe auf Lernen und Forschen. Verstehe. Elfische Bogenschützen und Krieger in Jerengal bevorzugen diese Art von Gürtel. Genau wie die Elfen, die ihn tragen, ist er leicht und elegant. Er erfüllt so ziemlich den gleichen Zweck wie jeder andere Gürtel des Landes. Aber einigen ist ein stilvolles, schnittiges Aussehen enorm wichtig. So manche argumentieren, dass diese Gürtel viel bequemer sind als die, die von Menschen gefertigt wurden. Aber das könnte auch auf Snobismus zurückzuführen sein. Den würde ich jetzt natürlich nicht anlegen, weil dann sieht man ja, dass ich ihn geklaut habe. Das machen wir erstmal nicht. Aber wir haben ihn. Achso, was macht er überhaupt? Effekt. Zielen und Genauigkeit und Duckenchance steigt jeweils um 2%. Okay, schön. Hier haben wir jetzt... Wir kriegen Erfahrungspunkte, wenn wir solche Talentproben erfolgreich ablegen. Es scheint hier nicht gewürfelt zu werden. Es ist einfach nur ein Skillcheck offensichtlich. Hier steht Grenze 15, Wert 19,5. Wir sind über der Grenze, also haben wir es geschafft. Hier unten genauso. Da scheint kein Zufallselement dabei zu sein. Okay. Ungewohnt. I'll do it. Was ist hier? Ein Waffenständer? Das ist Lord Espens Schwert. Ich sollte es besser nicht anrühren. Ja, das sehe ich ein. Was ist hier? Eine Münze zwischen den Kissen? Nein. Eine Mondkette. Hat wohl jemand hier vergessen. Ja, dann heben wir sie mal auf, um sie dem rechtmäßigen Besitzer zu bringen. Ja, damit. Ich mache hier nur die Betten.
ein Armband. Guck mal, ob wir das auch identifizieren können. Ja, Grenze 10, Wert 13. Plus 1 auf Konzentration. Dieses Band wird Studenten der Wardenhaft-Akademie verliehen und enthält eine Verzauberung, die ihre Konzentrationsfähigkeit während des Studiums steigert. Sein schwaches, türkisfarbenes Leuchten gilt als Beweis, dass die Konzentrationshilfe mehr als nur ein Placebo-Effekt ist. Die Wirkung ist zwar nicht besonders stark, aber trotzdem gewöhnt man sich leicht an den erzeugten Geisteszustand. Daher müssen die Studenten der Akademie aufpassen, von dieser Wirkung nicht abhängig zu werden. Sonst kann eine Sucht wie bei Tabak oder Alkohol entstehen. Aha. Gut. Legen wir auch nicht an, weil es ja gestohlen. Ein Buch. Die Geschichte des gefallenen Prinzen. Das sind jetzt andere Illustrationen. Tatsächlich. Also wenn die jetzt für jedes Buch so eigene Illustrationen gebaut haben, also dann Respekt. Respekt. On my way. Also bisher macht das Spiel einen sehr, sehr guten Eindruck. Ihr dürft mir gerne euren Eindruck in die Kommentare schreiben. Es scheint sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr vielschichtig zu sein. Es gibt viele Mechanismen, wahrscheinlich haben wir die meisten noch gar nicht entdeckt. Und auch jedes kleine Item, was wir finden, hat eine Geschichte, eine Beschreibung. Die Bücher, von denen wir jetzt schon zwei gefunden haben, kann man wirklich lesen. Sie haben eigene individuelle Abbildungen und erzählen uns etwas über Jerengal und was hier so passiert ist. Das finde ich gut. Was ist hier? Ah ja, das ist das Durchgangszimmer. Wollhandschuhe. Hast du das jetzt genommen? Hast du nicht? Wenn ich draufklicke? Ah, aufpassen. Das hier ist die Küche. I'll go wherever I'm needed. Eine Prise Salz, ein paar Gewürze und ein Spritzer Zitronensaft. Achso, kann ich das hier sehen, was der labert? Nee, kann ich nicht. Das wird nicht mitgelockt, was hier so erscheint an Text. Hallo. Geht's dir gut? Dringil, solltest du nicht woanders sein? Die Lords und Ladies warten schon. Ja. Ah ja, guckt gerade, das nehmen wir nicht. Nun gut, hier gibt's was zu tun. Uiuiuiui. Wir müssen zu Belina. Na dann. At last. Ugh, don't go twisting an ankle in all your hurry. You take care of the drinks. Lord Woolcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Virilin and Lord Espen want mead. Go! Das ist ja ein Memory hier, Spiel. Endlich, pass auf, dass du dir in der Eile keinen Knöchel verstauchst. Kümmere du dich um die Getränke. Lord Woolcraft und Lady Larenthal bevorzugen Wein. Lord Joran möchte Bier. Virilin und Espen möchten Met. Okay. Gong. Die Welt von Jerengal birgt Unmengen Beute und Reichtümer. Vieles davon findest du in unterschiedlichen Behältern. Mit der Tab-Taste kannst du alle sichtbaren Behälter um deinen Charakter hervorheben. Klicke auf einen Behälter, um ihn mit deinem Charakter zu öffnen. Klicke auf den Serviertisch, um dessen Inhalt zu sehen. That seems like the place to be. Auf der linken Seite des Plünderungsfensters siehst du, ja, klar. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das ist jetzt, was war das? Wein, gell? Ja, das ist Bier. Bier wollte Joran. Joran ist ja da und der Typ in Grün. Hello. Well? Nun, euer Bier, Lord Joran. You know this is supposed to be served at room temperature. No, of course you don't.
Du weißt, dass man das bei Zimmertemperatur servieren sollte? Nein, natürlich weißt du das nicht. Also jetzt hör mal zu, ja? Also Kulturen, die Bier auf Zimmertemperatur anwärmen, um es dann zu trinken. Ich möchte den Satz nicht beenden. On my way. Und angeblich waren hier Österreicher an dem Spiel, an der Entwicklung beteiligt. Also ehrlich, Ösis, was soll denn das? Ihr wisst es doch besser. Das ist Wein. So, Wein wollten, lass mich überlegen, Larenthal und Wollcroft. Ah, okay, Memory läuft. Oh, the staff. I was starting to wonder if you'd all fallen ill with the plague or something. Ja, ich bin zu spät, ich weiß. Ah, das Personal. Ich dachte schon, ihr wärt alle an der Seuche erkrankt. Euer Wein, Lord Wollcroft. Das war dann wohl das, was man an Lob erwarten darf. Yes, yes, get on with it. Ja, ja, hier, Wein. I suppose you expect me to toss you a coin for doing your job. Nein. Vermutlich erwartest du, dass ich dir eine Münze zuwerfe, weil du deine Arbeit machst. Ich habe mir die Münze bereits aus deinem Zimmer gestohlen. Keine Sorge. Kümmere dich nicht um mich. That seems like the place to be. Bleibt noch Met übrig für irgendwas mit I und Lord Espen natürlich. Wir sind mal so höflich, erst seine Gäste zu bedienen und dann ihn selbst. Ach, the carriage was quite stuffy and my throat is sorely parched. Ja, die Kutsche war ziemlich stickig und meine Kehle ist ganz trocken. Hier, der Met. Just what I wanted for a change. Was ich wollte, ausnahmsweise. Und unser Chef. You're here, finally. Endlich bist du hier, Met. Ah, good. Shall we do business, gentlemen? Gentle ladies? Sollen wir zum Geschäftlichen kommen, meine Herren, meine Damen? Yes, let's. We are convened to discuss the situation with Daron Gould. What has been rumored and suspected for so long has finally come to pass. A council of nobles with mining interests in the town have declared themselves independent from the crown of Isilmarald. Lord Joren definiert das Problem. Ja, wollen wir also zum Geschäftlichen kommen. Wir wurden einberufen, um die Lage von Daron Gould zu besprechen. Es wurde schon lange darüber gemunkelt und gemutmaßt und jetzt ist es endlich passiert. In der Stadt hat sich ein Rat von Adligen, die Interesse am Bergbau haben, für unabhängig von Isilmerals Krone erklärt. I don't like this dirty business. Sending a list of grievances to the king. Sounds more like the actions of a bunch of uppity peasant farmers than nobility. There are ways these things are done. Mir gefällt es nicht, eine Liste von Beschwerden an den König zu schicken, sagt Lady Larenthal. Das klingt eher nach einem Haufen aufmüpfiger Bauern und nicht nach Adel. Es gibt gewisse Methoden, um diese Dinge zu erledigen. And there are ways that kingdoms may crumble. I understand your feelings on the matter, Lady Larenthal. But Daron Gould enjoys the sympathies of many important persons here in the north, and I number myself among them. What's more, there have already been defections among the Isilmarald nobility, most recently Alnar. Und Lady Virelyn sagt, und es gibt Wege, wie Königreiche zerfallen können. Ich verstehe eure Gefühle in dieser Angelegenheit, Lady Larenthal, aber Daron Gould genießt hier im Norden die Sympathien vieler wichtiger Personen, zu denen ich mich selbst zähle. Außerdem gab es bereits Abtrünnige unter dem Adel von Isilmerald, zuletzt etwa Altnar. She speaks of your son, Lord Espen, who chose to forsake his birthright to join the rebels. Sie spricht von eurem Sohn, Lord Espen, der sich entschlossen hat, sein Geburtsrecht aufzugeben und sich den Rebellen anzuschließen. Ah, yes. Thank you, Lady Larenthal, for reminding me. And I'll thank you, Lady Virilyn, not to speak his name on this estate, nor in my hearing again. Ah ja, danke, Lady Larenthal, dass ihr mich daran erinnert habt. Und ich würde euch danken, Lady Virilyn, wenn ihr seinen Namen weder auf diesem Anwesen noch in meinem Beisein erwähnen würdet. Oh, why, I will... Ja, das werde ich. But you won't. Aber das werdet ihr nicht. Whatever the loyalties of
the young Lord of House Espen, the southern nobles have many legitimate complaints. Heavy, some say ruinous taxation, delayed shipments thanks to the crown's regime of inspections and checkpoints, the king's insistence that Daron Gul's military, even the town watch, must be trained in the north. It's quite a list. Und Lord Volcraft versucht, das Gespräch wieder zum Thema zurückzuführen und sagt, unabhängig von der Loyalität des jungen Lords aus dem Hause Espen ist es so, dass die Adligen aus dem Süden viele legitime Beschwerden haben. Hohe, manche sagen sogar ruinöse Besteuerung, verzögerte Lieferungen aufgrund der von der Krone angeordneten Inspektionen und der Kontrollpunkte, das Beharren des Königs darauf, dass das Militär von Daron Guld, ja sogar die Stadtwache, im Norden ausgebildet werden muss. Das ist eine umfangreiche Liste. Yes, it's all very sad. I'm sure they toss and turn the night away on their beds of gold bars. Taxation and bureaucracy are simply the facts of managing a prosperous nation, of keeping our enemies at arm's length. How long would their precious mines keep producing without the king's protection? Aber Lady Larenthal wiegelt ab. Ja, das ist alles sehr traurig. Und ich bin mir sicher, dass sie sich die ganze Nacht auf ihren Betten aus Goldbarren hin und her wälzen. Steuern und Bürokratie gehören einfach dazu, wenn wir eine wohlhabende Nation verwalten und unsere Feinde auf Abstand halten wollen. Wie lange würden ihre wertvollen Minen ohne den Schutz des Königs denn noch produzieren? Did you know, I heard this rebellion was prompted in part by a belief making the rounds in Daron Gould, that the king himself is cursed. Und Lord Volcraft ergänzt. Wusstet ihr schon, dass ich gehört habe, dass diese Rebellion zum Teil auf einem Gerücht basiert, das in Daron Gould die Runde macht, dass der König selbst verflucht ist? Aha. Oh my, what exceptional nonsense! Was für ein unglaublicher Unsinn. Have they been breathing the fumes of their own minds? Haben sie die Dämpfe aus ihren eigenen Minen eingeatmet? All right, very amusing. But like Lady Varellen, I am not unsympathetic to our southern friends. Surely some of Isildbright's rules and dictums could be culled, especially if it means avoiding war. A much more costly proposition than losing a handful of coin in taxes. Aber Lord Joren hat da eine andere Sichtweise, sagt. In Ordnung, sehr amüsant. Aber unsere Freunde im Süden haben mir, genau wie auch Lady Virelin gegenüber, eine gewisse Sympathie. Ich bin sicher, man könnte gewisse Regeln und Diktate Isildbrights abschaffen, vor allem wenn es darum geht, einen Krieg zu vermeiden, der allen viel teurer zu stehen kommen würde, als eine Handvoll Münzen an Steuern zu verlieren. Wise counsel, my friend, but I fear the time for compromise is already past. The message from Daron Gould was deliberately provocative, leaving the king no way to negotiate or save face. The time has come, lords and ladies, for us to commit our forces and our purses to our rightful liege and crush Daron Gould. Und Lord Volcraft, ein weiser Rat, mein Freund, aber ich fürchte, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Die Botschaft aus Daron Gould war eine gezielte Provokation, die dem König keine Verhandlungsmöglichkeiten mehr ließ, mit der er sein Gesicht gewahrt hätte. Lords und Ladies, es ist an der Zeit, dass wir unsere Streitkräfte und unsere Geldbeutel unserem rechtmäßigen Lehnsherrn zur Verfügung stellen und Daron Gould vernichten. Oder? Throw in with the rebels. They have the gold, they have a well-trained army and, most importantly, they control the mines. In a conflict of any significant length, having control of the source of the kingdom's metals means they must only outlast the North, rather than outright defeat her. Oder dass wir uns den Rebellen anschließen. Sie haben Gold, sie haben eine gut ausgebildete Armee und, was am wichtigsten ist, sie kontrollieren die Minen. In jedem Konflikt von nennenswerter Länge bedeutet die Kontrolle über die Quelle der Metalle des Königreichs, dass sie den Norden nur überleben müssen, statt ihn vollständig zu besiegen. Yuver, what is your opinion on recent developments? Duda, Dringil, was ist deine Meinung zu den jüngsten Entwicklungen? You're asking the errand boy? What does...
Ihr fragt den Boten und was macht... Kindly do not interrupt me while sitting at my table, Lady Larenfall. Well, speak up. Seid bitte so freundlich und unterbrecht mich nicht, während ihr an meinem Tisch sitzt, Lady Larenthal. Nun, denk ihr, sprich. Oh. Ich glaube, unser Drinkel hat sich noch nie wirklich mit solchen Dingen beschäftigt. Deswegen, da ich in politischen Angelegenheiten wenig Erfahrung habe, wäre es für mich am klügsten zu schweigen. Yes, a wise man must always be cognizant of his own ignorance. Thank you for reminding us all of that fact. Ja, ein kluger Mann sollte sich immer seiner eigenen Unwissenheit bewusst sein. Danke, dass du uns alle an diese Tatsache erinnert hast, Dringil. My ladies, my lords, we are under attack. Please take shelter at once. Perhaps the cellar. You may wish to arm yourselves, my lords. Meine Ladies, meine Lords, wir werden angegriffen. Bitte sucht sofort Schutz, vielleicht im Keller. Ihr solltet euch vielleicht bewaffnen, meine Lords. Von wem werden wir denn angegriffen? They make no secret of their allegiance. They fly the banners of Derongguld. Ihre Ergebenheit ist kein Geheimnis. Sie tragen die Banner von Derongguld. Habt ihr sonst noch etwas gesehen? Wissen wir, wer sie anführt? That one was far at the back. All I could see of him was his vibrant red hair like a flame. Der stand ganz hinten. Alles, was ich von ihm sehen konnte, war sein leuchtend rotes Haar, das wie eine Flamme aussah. Altnar. Altnar. Sein Sohn. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Too little, I'm afraid. Their numbers are overwhelming. We were forced to fall back to the main gate, and they're already... Zu wenig, befürchte ich. Ihre Zahl ist überwältigend. Wir waren gezwungen, uns hinter dem Haupttor zurückzuziehen. Und sie sind bereits... Surely they will listen to reason, wherever they're from. Ich bin sicher, sie werden auf die Vernunft hören, egal woher sie kommen. They won't kill us out of hand like so many soldiers. They wouldn't dare. Right? Sie werden uns nicht einfach umbringen, wie die vielen Soldaten. Das würden sie nicht wagen, oder? Calmly, my friends. Let's all go out to meet them. They're not bandits after all. Beruhigt euch, meine Freunde. Lasst uns rausgehen und sie treffen. Es sind schließlich keine Banditen. Yes, go ahead. You have my blessing to speak on my behalf, if it's of any use. Ja, geht voran. Ihr habt meinen Segen, in meinem Namen zu sprechen, wenn es euch etwas nützt. You? What? Where are you going? Ja, was? Wo wollt ihr hin? Come with me. Make haste. Dringil, kommt mit mir. Los, schnell. Bumm. Espen, wo wollt ihr hin? Okay, also, wir sind aufgefordert, dem Lord zu folgen, aber das machen wir erst im nächsten Teil. Bis dahin.